Viele Menschen zieht es momentan in die Berge. Dort hat natürlich auch die österreichische Bergrettung sehr viel zu tun. Seit diesem Jahr hat die österreichische Bergrettung mit Hannes Gürtler einen neuen Landesleiter. Er ist hier bei uns im Studio beim Expertentalk. Herzlich willkommen. Immer mehr Unfälle passieren in den Bergen. Welche Unfälle sind das und wo haben Sie am meisten zu tun? Wir haben aktuell eine Einsatzstatistik von 604 Einsätzen für das Jahr 2023 gehabt, wobei der überwiegende Anteil, 60% der Unfälle, durch Sturz, in weiterer Folge aber dann durch Absturz, Verirren oder definitiv medizinische Notfälle am Berg passiert sind. Wie soll man sich konkret auf einen Tag im Berg oder am Berg vorbereiten? Gibt es da etwas, was man machen kann? Eine Vorbereitung für einen Tag am Berg hängt immer von den persönlichen Voraussetzungen ab, in welchem Leistungsniveau man ist, mit welchem Ziel man den Berg besteigen oder erklimmen möchte. Und es ist auch wichtig, dann eine ordentliche Planung zu machen. Natürlich in Abhängigkeit vom Wetter, in Abhängigkeit von den Gegebenheiten der Touren, entsprechende Ausrüstungen und sich wirklich sauber auf das Bergerlebnis vorzubereiten. Es gibt die Möglichkeit mit Online-Diensten, dass man sich Touren zusammenstellt. Da passen oft die Wege und die Höhenmeter nicht ganz zusammen. Speziell für Laien und Wanderanfänger, auf was sollte man hier achten? Die wichtigste Empfehlung ist, diese Informationen für sich einmal zu verifizieren und die Relation herzustellen. Die Informationen, die Online-Services und diese Apps bieten, sind ein Durchschnittswert. Und wenn ich meine eigenen Parameter nehme, dann habe ich 3 bis 4 Kilometer in einer Stunde, kann ich absolvieren, 3 bis maximal 400 Höhenmeter in einer Stunde. Und das sind die Planungsparameter. Wenn ich es schaffe, dann bin ich in diesen Zeiten. Wenn ich leistungsmäßig darunter bin oder wenn ich leistungsmäßig darüber bin, dann kann ich natürlich entsprechend meine oder die Touren nach meinen Parametern anpassen. In welchen Fällen müssen Verunfallte die Berge kosten, die ja entstehen, wenn Leute verunfallen am Berg, selbst tragen? Nach dem Rettungsgesetz müssen alle Verunfallten ihre Kosten selber tragen. Die Frage ist, ob man eine Versicherung, ob der Verunfallte, der Patient dafür versichert ist und diese Leistungen der Versicherung in Rechnung stellen kann. Zum Abschluss eine persönliche Frage. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Zieht Sie da auch auf den Berg oder woanders hin? Ich bin ein Multisportler. Ich bin sehr gern auf den Bergen, ich bin sehr gerne im alpinistischen Bereich, aber ich liebe es auch in Canyons, ich liebe es auch am Wasser, im Kajak und am Rad meine Freizeit zu verbringen. Sehr aktiv. Danke, Hannes Gürtler, für diese Einblicke in die Arbeit der österreichischen Bergrettung. Ihnen danke ich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.